Ja, dieses Messer hier, dieses Neckknife, das hat halt eine Ähnlichkeit mit einem schwedischen Hersteller. Und wenn du wissen willst, was das kann und ob das ein wirklich günstiger Ersatz ist, dann bleib dran. Hallo, willkommen, das ist René Ostmann vom Survival Shop Problemskunst. Schön, dass du dabei bist. Ja, ich gebe es zu, dieses Messer erinnert sehr, sehr stark an ein anderes Messer von einem anderen Hersteller aus Schweden. Ich mag es dir trotzdem kurz vorstellen. Und zwar, das ist eine günstige Version, made in China selbstverständlich. Ja. Und ja, also ich habe das Messer jetzt schon einige Zeit im Einsatz und kann sagen, dass es trotzdem cool ist, obwohl es irgendwie nachgemacht ist. Aber man muss dazu sagen, es steht nicht drauf, der andere Hersteller, sondern es steht eben Fox Outdoor drauf. Und es ist auch ein bisschen anders. Aber schauen wir es uns einmal an. Schau her, schöner Griff, hier Kunststoff, da ist ein bisschen gummiert, damit es schön gut in der Hand liegt. Hier hinten wäre dann die Möglichkeit, ein Bandal drauf zu machen und es ist so ein richtig schönes Fausti-Messer. Dann, der Klingenrücken ist leider abgerundet an der Stelle, aber da ist er scharf, aber nicht so scharf, dass man sich schneidet. Aber da kann man den Feuerstahl super bedienen, das machen wir dann nachher auch, oder irgendwelche Materialien runterschaben. Dann, es ist ein Scandi-Schliff, der übrigens auch wirklich durchaus brauchbar und scharf ist. Den Stahlsorte weiß ich nicht, lässt sich mittelprächtig schärfen. Es kommt sehr scharf ab Werk, lässt sich, aber man muss dazu sagen, da braucht man ein bisschen mehr Energie als bei dem anderen, dessen Namen ich jetzt nicht sagen will. Aber es funktioniert trotzdem. Dann hier, da ist so ein dünnes Bandel zum Umhängen. Das ist wirklich dünn und da ist auch so ein kleiner Mini-Feuerstrahl einbaut, der natürlich lieb ist und in einer echten Überlebenssituation besser als nichts. Aber ich würde als Bushcrafter zum Beispiel nicht mit dem das Feuer anzünden, damit er einen Kaffee trinken kann. Das ist nämlich dann sehr anstrengend. Schau mal, hier eine Kunststoffscheide, die von beiden Seiten mit so einem Gummiteil fixiert wird. Da fixiert sich auch das Messer drinnen. Das hält auch alles sehr gut. Da gibt es überhaupt nichts. Wie gesagt, ich habe das jetzt schon getestet und im Einsatz gehabt. Also das ist einmal alles okay und jetzt wollen wir arbeiten. Ja, also es ist durchaus scharf, es ist brauchbar, es ist nicht so scharf wie das Original sozusagen, wenn ich das jetzt mal so nennen darf. Wie gesagt, ich nenne das Original nicht, aber es ist scharf genug, dass man vernünftig damit arbeiten kann. Es gibt jetzt keinen Nachteil oder Vorteil. Ich meine, das mit dieser, die Optik muss da gefallen, ich meine, der Preis ist wirklich günstig. Ich habe da unten einen Link in meinen Shop und ist natürlich nicht vergleichbar. Und auch, wenn du dir die Klingenstärke anschaust, die ist deutlich dünner als beim Original sozusagen. Aber wie gesagt, ja, es ist halt dadurch auch ein bisschen schnittiger und macht halt auch wirklich Spaß beim Arbeiten. Ja, dann schauen wir uns einmal die Feuerstahlbedienung an. Und zwar, wie gesagt, der Klingenrücken hier hinten, der ist nicht scharf, das ist abgerundet. Aber da vorne, da ist eben angeschärft. Das heißt, du musst das Messer ein bisschen anders halten, nämlich so. Und kannst dann da mit dem Feuerstahl doch, ja, also meiner Meinung nach sind das geniale Funken, die man da ziehen kann. Auch schön kontrolliert. Kannst das genau da an der Stelle hältst du es. Und, also, eine Sache natürlich noch, das ist ein großer Feuerstahl. Nicht meiner, also nicht, den gibt es ja nicht mehr, sondern der ist ein Nachbau, aber das ist nicht schlimm. Gebe ich da auch unten den Link auf Amazon. Ist auf jeden Fall brauchbar. Bei so einem großen Feuerstahl kann man das schön nehmen. Wenn ich jetzt mit diesem kleinen Mini-Fips da, der da im Lieferumfang enthalten ist, arbeiten will, wird es halt ein bisschen langweilig. Aber das liegt nicht am Messer, sondern am Feuerstahl. Von meinem geistigen Auge lese ich jetzt schon die bösen Kommentare. Ja, ist so gemein, das nachzubauen und die Schweden hatten die Idee und das ist jetzt nachgebaut. Ja, das ist wahr. Das Teil ist wirklich gut. Ich würde es nicht sagen, wenn es nicht so wäre. Und ich sage es nicht nur, weil ich es selbst verkaufe, ja, sondern du kannst es ja auch woanders kaufen, wenn du magst. Das Ding ist wirklich super. Für den Preis, für Anfänger. Weil das, die Frage kommt bei Instagram immer wieder. Weil Anfängermesser, ja, für den Bushcrafter, das hier zum Beispiel. Ist wirklich super. Und ein Wort dazu noch. Ja. Ich habe absichtlich diesen Feuerstahl hierher genommen. Ich habe sozusagen gemeinsam, also der Jürgen Kies ist auf die Idee gekommen, ich habe das dann nachher noch ein bisschen verarbeitet und erweitert. Und das war die Idee. Das war sozusagen, wie man diesen Feuerstahl so kreiert. Und wir haben das rausgebracht. Ich habe es dann noch erweitert und größer gemacht. Und jetzt hat es wer anderer nachgemacht zu einem Billigstpreis, den ich nicht halten kann. Bin ich jetzt böse und sage, diese Bösen, die sind so böse, diese Survival Stuff, die sind so böse, sondern sage, so ist die Welt. Ist so. Es ist ja keine 1:1 Kopie,
Und es steht ja auch nicht Rainer Rossmann drauf. So wie da auch nicht Mora draufsteht. Jetzt habe ich es gesagt, ja. Steht ja nicht drauf, es steht nicht Älteres drauf. Es ist ja keine 1:1-Kopie, es ist keine Produktpiraterie, sondern eine Idee, die es gibt, angepasst und etwas verändert und etwas, ja, angepasst eben, ja, mit Vor- und Nachteil. Das ist genauso wie bei dem hier. Oder die Jacke, die ich anhabe hier jetzt. Helicontex Patriot, eine super Jacke, die ich seit vielen Jahren habe. Da mache ich auch einmal ein Review dazu, weil mich da einige fragen, ob die noch hält. Ja, ein paar Sachen habe ich, sind kaputt, aber das ist eine andere Sache. Glaubst du, dass irgendjemand ihnen Gott gegeben, von oben gechannelt, durch einen Engel oder durch irgendwas, die Lösung für die Jacke und das wird alles abgeguckt, abgeschaut und angepasst an die eigenen Bedürfnisse? Also liebe Leute, die mir da jetzt böse Kommentare schreiben. Ihr könnt es eh machen, ist kein Thema. Aber es ist keine Produktpiraterie. Es ist eine Erweiterung und Veränderung des Produkts in hohen Stückzahlen, bin ich mir sicher, zu einem Billigstpreis. Ist es deswegen schlecht? Nein. Ist es deswegen ein älteres? Nein. Es ist eben etwas anderes. That's it. Schreibt mal einen Kommentar. Auch gerne einen bösen. Daumen nach oben oder nach unten. Link in meinen Shop findest du auch. Wie gesagt, ich kann es dir hundertprozentig empfehlen. Ich würde es nicht sagen, wenn es nicht so wäre. Vielleicht, dass man die Schnur dann daheim noch gegen ein Paracord oder was anderes auswechselt, weil das ist schon recht dünn, diese Nylonschnur hier. Die ist aber dafür ein bisschen flexibel. Aber das wirst drauf kommen, wenn du das kaufst. Danke, Sven Shop. Ein Abo dalassen, ein anderes Video. Es war mir eine Freude, dass du dabei warst. Dein René Rossmann. Bis bald und ciao.